Aloha, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Episode von Tom Clancy's The Division mit the one and only Police Officer Rubel. Yeah! I have a new outfit, baby. Oh yeah. I have a new outfit. So, wir sind hier gerade am Russendisco. Genau, wir gehen jetzt zur Russendisco. Genau. Genau. Zum russischen Konsulat. Herzlich willkommen, meine Lieben. Und ich werde euch gleich zwischendurch. Ja. Was macht sie jetzt? Ich bin verwirrt. Werde euch gleich zwischendurch mal ein paar. Sie werden begeistert sein. So ein Doktor, Kendall oder Alice oder Liu oder so, die sind sich nicht einig. Will ein paar Krankenakten aus einer Praxis hier in der Nähe. Der Kram ist natürlich digital und die Computer sind nicht an. Jo. Also kommt da keiner ran. Bis sich jemand traut, da reinzugehen, die Dinge anzuschalten und sich die Aufzeichnungen zu schnappen. Die Versicherungen werden sicherlich entzückt sein. Meinen Sie nicht auch? So. Ich liege. Der Gelbe hat mich weggeschnetzelt. Oh, oh, du bist auch fast. Warnung. Ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Mhm. Halten, um aufzugeben. Alter, was war das denn jetzt? Ja, nee. Ja, ich sehe dein grünes Ding, aber ich glaube, ich kann da nicht hin. Ich bin jetzt auch... Ich bin weg. Geiler Scheiß. Geht direkt wieder super los. Nee, wir dürfen hier nicht direkt so nah ran. Also, das ist hier... wir dürfen nicht direkt so nah ran. Ich habe das ja gestern schon gemacht. Ich mach mal Murray Hill. Das ist schon der Einsatz gewesen, oder was? Ja, genau. Das ist das russische Konsulat. Also wir müssen hier ein kleines bisschen hier hinten bleiben, so. Nee, das ist ein bisschen fuckelig. Alter, das hat mich aber erwischt hier. Komm, jetzt lauf, Frau. Lauf. Ich krieg hier aber auch gerade hammermäßig auf den Sack. Ich kann hier überhaupt nicht schießen. Ich liege ohne... Ich stand in der Deckung und liege trotzdem. Ich stehe, ich liege. Warte, ich komm. Bleib da. Ich habe gerade meinen Superlink da ausgelöst. Fuck. Nee. Oh, Furk. Ah, Furk. Oh Gott. Was ist denn hier los, ey, Alter? Ja gut, wir fangen nochmal von vorne an. Mhm. Neustart. Wir machen ich habe da gestern Neustart. Auch ein paar Anläufe gebraucht, bis ich rausgekriegt habe. Ja, genau! Oh, ja, genau! In der Explosionswunde starten ist. Da willst du mich verarschen? Ein Agent aus Ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Was? Kannst du zu mir krabbeln? Fick die Hände, ey! Was ist das denn für eine Kacke hier, ey? Ich fass es nicht. Oh, ich komm mal zu dir, Rob. Ey, du musst weg da. Nein! Komm mal hier hin. Warte. Was zur Hölle geht hier gerade ab, ey? WTF, ey. Ja, super WTF. Ein Gelber ist weg. Alter. Ey, fick dich. Nee. Alter, was ist das für eine Scheiße hier? Ah, warte mal, ich kann mich... Nee, irgendwie? Oh,
fuhr. Oh nein, dein Ding ist gerade kaputt gegangen. Oh, ey, was ist das denn? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Je stärker wir sind, umso stärker werden die, oder was? Nee, eigentlich nicht. Also 26er sind auch 26er. Ich weiß ja, gar nicht, was ja nicht, abgeht ey. Hier. Ich habe die gestern alleine geschafft. Okay. Hol ich mir noch mal ein bisschen neue Munition. Ich höre hier nur bam, 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 bam. Immer wieder raus. Nein, 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 nein. Ach, Queenie ist noch da. Okay. Was zur Hölle geht hier ab? Okay, der Typ ist schon mal weg. Also ich habe mir gerade mit meinen Credits ein besseres Präzisionsgewehr gekauft, aber sonst kann ich mich einfach nicht besser ausstatten. Ich habe einfach keine Kohle. Ja, aber wir haben es jetzt schon mal, da ist es schon mal ganz gut, weil wir haben jetzt schon mal die Kackwürste, die größten Kackwürste hier ausgeschaltet. Holy shit. Ich habe übrigens auch gerade alles freigeschaltet. Ich habe jeden Alter. Flügel schon freigeschaltet. Komischerweise. Und ich habe jetzt hier diese Superheilfähigkeit. Hast du das gerade mitgekriegt, dass ich die einmal ausgelöst habe, Rübchen, und dich dann irgendwie mitgeheilt habe? Nee. Wo müssen wir lang? Über die hier, Straße. Hier müssen wir rein. Ja, aber der hier. Zeigt mir da hinten irgendwie. Ja, wir können aber auch hier rein, soweit ich weiß. Hier einmal hoch. Oder? Wie war das denn nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Warte mal, ich gehe mal eben kurz hier hoch. Ah ja, genau hier. Zum Büro. Okay, jetzt müssen wir in den Serverraum gucken. Oh. Lass mich mal eben scannen. Hier hinten müssen wir hin. Da hinten sind zwei Jungs. Ah ja, genau. Da müssen wir durch die Tür hier hinten durch. Hier ist eine Tür, anders kommen wir da nicht rein. Oh ja, super. Push, what? Push the button. Push the button. Kommen wir doch anders hin? Wo bist du denn jetzt? Keine Ahnung. Ich kann hier mit irgendwas interagieren. Ah ja doch, das ist die Tür jetzt. Oder? Wo bist denn du? Ich bin hier außen rum. Ich bin meiner Suchermine hinterher. Ah. Ach, da hinten. Jetzt hier runter oder was? Hier sind übrigens auch noch Container, da kannst du mit interagieren. Da kriegst du auch noch Zeug, wenn du Glück hast. Die stehen immer in den kleinen Büros. Den Code für den Serverraum finden müssen wir nämlich hier. Der ist irgendwo hier in diesen Dingern drin. In diesen Containern. Aber ich glaube, ich habe ihn. Ja. Ich habe ihn. Okay. Ich benutze mein Tastenfeld. Guck mal, jetzt kann ich hier Tastatur benutzen. Das war die schnellste Reaktion, die je aus der Praxis von Dr. Katz kam. Das sage ich Ihnen. Jawohl. Allein die Anmeldeformulare. Na, unwichtig. Ich will da nicht drüber reden. War ja nur ein Nebeneinsatz. Das war ja gar nicht das Konsulat. Ah, okay. Nee, noch nicht. Ach so. Okay, dann hat er mir das doch richtig angezeigt. Alright. Okay, dann müssen wir dann dahin. Oha. Da ist aber noch jemand, oder? Ist das ein... Ah, ne. Das ist ein Bedürftigen. Hier, russisches Konsulat ist hier. Genau, da rein. Normal lassen wir, oder sollen wir schwer machen? Agent, wir haben Funksprüche des LMB abgefangen. Offenbar haben die dieselbe Botschaft des Immunologen erhalten wie wir.
Durchsuchen Sie das Konsulat und finden Sie ihn. Wir melden uns, wenn wir mögliche Verstecke identifiziert haben. So, hier kommen jetzt gleich Gegner. Okay. Achso, das ist gar nicht schlecht. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Kommen wieder von oben. Ah. Ich liege. Ich bin sofort bei dir. Kannst auch den Koffer werfen, wenn du hast. Wo bist du? Links von dir. Danke. So, danke schön. Oh, fuck, was für eine scheiß Deckung, ey. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Okay. Automatisch auslösen, das habe ich noch nicht gecheckt. Feuer bereit! Oh, wow, 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 my friend. Okay. Gut. Okel dokel. Das war's jetzt erstmal. Hat hier jetzt irgendeiner von denen was für mich verloren? Nö. Ja, doch. Der hier. Aber sonst nichts. Genau, wir müssen hier hoch. Ich muss da eben da oben hoch. Da liegt noch was. Okay. Genau, wir können hier auch noch in die einzelnen Dings rein. Hier gibt es nämlich auch noch diese Container. Kannst mal gucken, da gibt es auch noch das ein oder andere Gimmick, was man hier einfach mal abholen könnte. Und ansonsten gehen wir dann einfach mal hier rein und die Treppe hoch. Ansonsten ist hier nämlich nichts mehr, glaube ich. Nein. Mhm. Dann müssen wir hier die Treppe hoch. Ah, hier ist eine Auffüllenkiste für Knarrer und so. Ding dong. Ah, okay, jetzt weiß ich. Das LMB eliminieren. Okay, hier haben wir jetzt noch ein paar Schnuten. Ich glaube, das bohrt. Ja. Sieht so aus. Alright. Können wir hier wahrscheinlich auch wieder rumlaufen und gucken, ne? Warnung. Ja. Feinde nähern sich ihrer Position. Da kommt jetzt jemand. Oh, 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 oh ja, ich sehe es. Was denn?
Na komm. Warnung. Feinde nähern sich ihrer Position. Na, jetzt lauf doch hier vorbei, Frau. Komm wieder von da vorne. Bis zum letzten Mann, Arschlöcher. Das waren sie aber, ne? Jo. Können wir hier oben noch in die Räume gucken, ganz kurz? Ja, kannst du machen. Auf jeden Fall. Ich würde auch jeden einzelnen Schrank mal ablaufen, weil da kann nämlich auch noch was drin sein. In diesen ganzen Dingern. Da hast du wahrscheinlich nichts gehabt, ne? Ne. Ah, doch, hier ist eine Dings. Da kann ich einen Schal rausholen. Hier ist, ach so, hier ist die Munitionskiste. Okay, dann mache ich nochmal voll. Ja, hier. Ja, genau. Munition ist auch nicht schlecht. Nie verkehrt. Ja, dann laufen wir mal weiter, wa? Warte, ich komme. Moment, Moment. So, ich muss noch eben hier hinten ein paar Sachen aufsammeln. Blendgranori. Granori, Renori. Du bist ne Granori, Renori. Hier ist nochmal eine Dingskiste. Ja. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Jawohl. Ich weiß leider auch nicht genau, wonach Sie suchen müssen, Agent. Aber ach, Tschernenko wird trotz allem irgendwie gearbeitet haben. Also Notizen, Tagebücher, alles in der Art. Halten Sie die Augen offen, okay? Mhm. Halten wir, Fräulein. Hier ist auch nochmal eine Kiste. Jetzt sind aber viele Munitionskisten hier. Ja, und ich bin voll, voll, voll. Ah, okay, da gibt's... Ah, Serverraum. Serverraum solltest du hier bleiben, hinter der Mauer, Mausebär. Und zwar hier, an dem Punkt. Okay. Wenn du da bleibst, dann können wir die schön abfangen. Ja, okay, da passt ja nur einer hin. Kann vielleicht kann hinstellen. Ein anderer, durch die Scheibe bumsen. Ansonsten vielleicht einfach mal so. Ihre Shade-Tech registriert viel Hardware. Was wollen die Russen bloß mit so viel Rechenkapazität? Okay, wir sind immun. Umständen spionieren. Momentan. Jetzt wird Tschernenko die Prozessoren nutzen, um analytische Modelle des Virus durchzuspielen. Wenn Sie Computer sehen, mitnehmen. Vielleicht befindet sich seine Arbeit darauf. Du hast den Computer aktiviert, ne? Ja, anscheinend. Also. Ich? Weil da kommen nämlich jetzt noch mehr. Nee, noch nicht. Der ist, glaube ich, hier oben, der Computer. Nee, da unten. Hä, wieso hat er mir das gerade nicht angezeigt? Achtung! Zugriff auf Netzwerk. Zugriff erfolgt. Uplink wird eingerichtet. Hä? Wir ziehen uns seine Daten runter. Was ist das, Doktor? Das sind gemappte RNS-Dateien. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind, aber das sind Unmengen von Tschernenkos. Ja, da kommen jetzt noch ein paar. Agent, ich brauche diese Daten, und zwar alle. Ja. Glaube ich. Warnung! Gegenmaßnahmen entdeckt. Beginne. Warnung. Netzwerkprivilegien entzogen. Okay. Ah, jetzt kommen aber noch ein paar. Agent, die Übertragung stoppt. Wir wurden gehackt. Agent, was es auch war, es wurde Shade-Tech eingesetzt. Das heißt, irgendjemand in Ihrer Nähe nutzt diese Technik. Das macht ihn zu unserem neuen Ziel. Ah, genau. Holen das Sie ist diese Technologie zurück und Tschernenkos Daten gleich mit. Ach, deine Suchermine geht hinter denen her. Das ist ja geil. Ja. Das ist ja richtig cool. Wo ist der Typ? Ich hab den doch da gerade gesehen. Wow, hier ist ein Gelber. Von wem krieg ich denn hier so auf die Fresse? Fuck. Bin tot. What the fuck? Von wem habe ich denn hier so auf die Schnauze gekriegt? Von unten oder was? Wo bist du? Oben. Fuck. Ah, fuck. Wo bist du denn? Wo bist du, links oder rechts hochgegangen? Links, aber du kannst hier ganz hinten ans Ende vom Serverraum quasi zum Anfang gehen. Da ist auch eine Leiter. Komm, geh hoch.
Muss die Queenie retten. Ah, da bist du. Oh. Danke. Meine Fresse. Wo sind die Jungs? Ach, da hinten ist der Gelbe. Das noch nicht so ganz verstanden. Ah. Okay, die anderen Jungs sind fertig gleich. Der Gelbe ist auch tot. Nur ein Gelber, ich weiß nicht, wie viele hier sind. Ich glaube. Da war nur einer. Aber da unten sind noch welche. Ey, das gibt's doch nicht, oder? Ja, die stellen so Heildinger auch auf. So, jetzt sind sie aber beide tot. Ja, was ist noch einer da? Ich habe noch ein rotes... Aber wo? Frage ich mich auch gerade. Ich laufe mal eben rum. Also der ist tot. Der ist tot. Ah, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Wo ist er? Hier bei mir. Ach, da hinten. Ach, der versteckt sich, der kleine Drecksack. Jo. Da ist er dead. Du kleine Fuchsmaus. Oh, wow. Ups. Okay, jetzt müssen wir hoch nach da hinten. Nee, nicht hoch nach da hinten. Runter nach da hinten. Tastenfeld benutzen. Ja, guck mal, hier ist wieder auffüllen. Yes, ja. Kann man noch? Dass man das nicht gleichzeitig benutzen kann, ist so unfassbar doof. Da müssen wir hier rein. Und hier ist ein Computerterminal. Analysiere Sicherheitssystem. System analysiert. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Sicherheitstüren geöffnet. Yes. Okay. Ja, Putin, hast du nicht genug gesichert hier, dein Konsulat, wa? Kacke, ne? Jetzt sind wir hier drin, die Deutschen. Die Deutschen sind hier drin. Jawohl. Wir sind ja eher Amis. Nein, wir sind die Deutschen. Wir infiltrieren alles. Wo sind sie? Na. Was? Hat er jetzt Huren-Arschlöcher gesagt? Ich glaube, bis zum letzten Mann, ihr Arschlöcher, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte jetzt gerade sagen, sag mal, Junge, bist du bekloppt? So was sagt man noch nicht. Ist aber schön hier gemacht, also kann man... Es sieht super aus, ne? Setting ist geil. Wahnsinn. Yes, ja. Ach, da oben ist noch einer. So. Ein Flügel. Ein Flügel. Ein Flügel.
echt cool gemacht, also. Ja, also ich muss echt sagen, vom Setting her ist das Konsulat echt super geil. Coyote One, hier Hornet, ja, und auch riesig, sind Konsulate so groß? Ja. Ich bin unterwegs. Unnötig, Sir. Der Ivan sitzt in einem gesicherten Raum, aber hält nicht mehr lange durch. Die JTF ist auch hier, aber die ist kein Problem. Na, jetzt geht doch hier rüber, Mann. Ich bin unterwegs. So. Hornet, Ende. Wie lange geht's denn? Sollen wir noch hier einen Cut machen, oder? Ich glaube, so... ich weiß es nicht mehr genau. Ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut. Wir sind bei 25 Minuten. Genau, machen wir hier kurz einen Cut. Jawohl! Genau, 25 Minuten. Wir sind immer noch im russischen Konsulat, meine Lieben. Und ja, wir freuen uns. Wir werden jetzt hier gleich weitermachen. Das Bild ist sehr schön da an der Wand. Viele Bilder sind hier sehr schön. Ja. Ja, es ist hier sehr geschmackvoll im russischen Konsulat. Wir werden nachher weitermachen. In der nächsten Folge, die ihr seht, dann wohl am Mittwoch. Bis dann. Aloha. Ciao.